NSA läuft bei dir. Da lernen wir für das NSA, für Mathe, Deutsch und Englisch. So easy ist es jetzt nicht, aber dafür bin ich ja hier, um mehr zu lernen. Kinder und Jugendliche sollen ihre Zukunft selbst bestimmen können, unabhängig von ihren Startchancen. Der Schulabschluss ist ihr erster großer Schritt in Richtung Traumberuf. Damit dieser gelingt, stärken Fellows ihre SchülerInnen in Projekten wie den Lernferien. Wir sind in den Lernferien im Refugio Café und hier machen wir auch mit den Fellows halt Unterricht für die MSA. Der Unterschied zwischen Lernferien und der normalen Schule ist eigentlich, dass man hier die Aufgaben bekommt und hier es verschiedene Tische gibt mit den verschiedenen Stärken und Schwächen. Also man kann aussuchen, welchen Themenbereich man machen möchte. Welche Stärke hat man von dem, was angeboten wird, dann muss man da nicht unbedingt hin, aber eher zu dem, wo man schwach drin ist. Dass das nochmal intensiv mit einem geübt wird. Wir haben einen großen Raum und da sind 8 Tische drin und je nach Fach sind die teilweise thematisch unterschiedlich und teilweise kann man an vielen Tischen das Gleiche machen. Und jeder Tisch wird von 1 bis 2 Fellows betreut. Und die gehen dann halt immer so rum und versuchen das auch so jedem zu erklären. Also wenn man etwas nicht versteht, dann kommen wir halt direkt zu dir und erklären das. Und ja, hier sind kleine Gruppen, ist angenehmer, wenn man so fragt, wenn man sich nicht traut, dann traut man sich. In der Klasse muss man vor allem fragen. Ja, hier gibt es auch nicht so strenge Lehrer. Hier gibt es so die Lehrerin gibt uns das Gefühl, dass man wohl ist. Also würde ich hier jeden Tag kommen, aber leider ist nur für 3 Tage. Ja. Also man kann mit denen auch richtig viele Späße machen. Und ich finde es gut, dass er uns immer sehr, sehr unterstützt und sehr dolle, auch im Unterricht. Wenn man Fragen hat, kann man direkt zu ihm kommen. Also er unterstützt uns alle, also alle aus der Klasse und so. Und das finde ich sehr gut. Und es ist mir einfach ein totales Anliegen, gerade auch mit diesen Jahren, die in Corona ausgefallen sind, einfach diese Lücken irgendwie aufzufüllen, damit sie einfach wirklich die Schüler und Schülerinnen die Chance haben, ihren Abschluss zu machen und später dann halt auch vielleicht mal ihren Traumberuf damit zu erreichen. Und dafür sind diese Abschlüsse leider in Deutschland noch sehr, sehr wichtig. Und deswegen lernen wir hier heute. Also das war so auch in den Präsentationsprüfungen, die wir vor kurzem hatten, dass ich sehr nervös war, dass wir auch, da habe ich so richtig so erkannt, was jetzt, dass jetzt etwas ernster wird und alles. Und deswegen dann, da hat sich nochmal so richtig gezeigt, dass es ernst wird. Und das, so habe ich auch gesehen, dass, dass ich wahrscheinlich auch in den richtigen MSA-schriftlichen Prüfungen auch etwas nervöser sein werde. Das ist tatsächlich richtig wichtig, dass sie jetzt so gute Ausbildungsplätze finden. Und ich bin da so ein bisschen, ich habe da Leidenschaft, so die zu helfen, was zu finden. Und ich finde es tatsächlich richtig cool jetzt auch mit anderen Schülern, also dass ganz viele verschiedene Schüler aus verschiedenen Schulen zusammenkommen, um zu lernen. Und das ist auch eine andere Erfahrung für unsere Schüler als nur in deren Schule während den Ferien zu lernen. Ich bin auch jetzt gerade so ein bisschen entspannt, weil es ist auch nicht so anstrengend hier, sondern man kann so halt in seinem Tempo mitmachen. Ach, ich war schon auch vorher ein bisschen aufgeregt und wie das so alles läuft und wie sich die SchülerInnen so verstehen miteinander und wie die Atmosphäre wird. Und ich meine, ich kann natürlich meine SchülerInnen ganz gut einschätzen mittlerweile und war da total, dachte, das klappt total gut, aber ich weiß ja nicht, wer sonst so kommt. Und ich bin total angetan davon, was für eine Atmosphäre hier herrscht und wie die untereinander anfangen, irgendwie sich zu connecten und sich gegenseitig helfen. Mir geht's total gut. Also wir haben ja richtig lange an dem Projekt geplant und jetzt zu sehen, dass es funktioniert, dass es läuft, dass wirklich alle Teilnehmenden, oder wirkt zumindest auf mich so, erstmal alle eine schöne Zeit haben, macht mich total zufrieden. Und dann muss man ja auch sagen, die sind hier freiwillig hier. Das sind gerade Ferien. Eigentlich könnte man super zu Hause chillen und nichts machen. Aber sozusagen so diese Selbstwirksamkeit, die dadurch so ein bisschen kommt, wenn ich hier was mache, dann passiert doch irgendwas. Bildungschancen gemeinsam gestalten. Teach First Deutschland sucht neue Wege zur Bildungsgerechtigkeit. Alle Kinder und Jugendlichen erfahren unabhängig von ihren Startbedingungen gute Bildung und gerechte Chancen. Teach First Deutschland Fellows sind die Gamechanger für ihre SchülerInnen.
Gemeinsam lassen sie schlechtere Startbedingungen hinter sich und begleiten Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zu einer erfolgreichen Zukunft. Werde Teil unserer Bewegung für gerechte Bildung.